Hallo ihr Lieben und willkommen. Wir hatten den Auftrag bekommen, uns ein paar MP-Bomben zu kaufen und die dann natürlich auch einzusetzen, um an einen Bauplan zu kommen. Ja, genau, zum Schiff. Das werden wir es auch tun. Unser hässliches, hässlich schönes Schiff. Ich mache sicher eines der originellsten im Spiel. Ich muss noch erzählen, ich habe beim letzten Mal mich durcheinander gekommen, dachte, ja, das ist doch nicht mein Pilot. Kid. Aber er ist es. Ich habe nur durcheinander gebracht mit dem Piloten von meinem anderen, meinem normalen Safe. Andocken und warten, bitte. So, jetzt war es richtig. Wir sind bei 480. Ich sollte auch mal kurz in den Inventar schauen. Die würden sie annehmen. Und auch die Medikamente. Ist das die? Ist das die, wo wir sie geklaut haben? Merken wir das auf jeden Fall mal. So, dass wir möglichst nachher wieder einen freien Kofferraum haben. Oh. Da wäre es noch einen anderen Auftrag erledigen, weil da war noch einer. Dann fliege ich jetzt erstmal selbst. Die machen immer so Probleme, wenn sie immer Hallo. Asteroiden fällt. Dann kann ich gleich auf der Karte einstellen, dass ich das schnell bei der Siliziumfabrik einkehre. Erfolgreich angedockt. Danke, danke. So, einmal das Ganze loswerden. Transaktion zu 8200. Dafür haben wir die Station überfallen. Naja, gut, die Hauptbeute ging ja natürlich ins große Schiff. Aber dennoch. Ah, sehr gut. Unser Ansehen ist bei den Teladi gestiegen. Aber wir haben dermaßen schlechte Waffen, fällt mir auf. Im Normalfall hätte ich den eigentlich praktisch direkt töten müssen. Also zumindest mit dem, was ich als letztes Flugzeug benutzt habe. Könntest du losfliegen? Kann ich helfen? Ja. Wir sprechen nicht über dieses Manöver. Über dieses auch nicht. Und du hast eigentlich offiziell 2 Sterne. Sieht es jetzt eigentlich aus mit dem dritten hier im Bunde?
Er wird nur sehr langsam, weil er selbst ja nicht als Pilot da ist. Trainieren, okay. Ja, wenn wir aufs Docken warten. Lasst mir noch ein Like oder einen Kommentar da. Vielen Dank, voraus. Könnt ihr darüber schreiben, wie begabt unsere Piloten sind. Oder wie begabt eure Piloten sind. Bereich. Guten Tag, der Herr. Kann ich Ihnen helfen? Ja. Bitte sehr. Moment mal. Du hast einen Magnetstein? Na, her damit. Und den Bombenwerfer brauche ich dann auch. Überlege gerade, was brauche ich denn noch? Seminar für Crew-Schiffssteuerung mit einem Stern. Davon habe ich eins interessant. Okay. Den einen Stern nehme ich auch mal mit. So. Vielen Dank und auf Guten Wiedersehen. Profit Ihnen. Da kann ich jetzt schnell schauen, was ich für die EMP-Bomben brauche. Fernzünder und Sicherheitsbehälter. Fernzünder hätte ich sogar schon. Nur den Sicherheitsbehälter brauche ich noch. Vielleicht kann ich den da günstig kaufen. In der Bahn. Guten Tag. Kann ich Ihnen helfen? Bitte Ja. sehr. Ich würde gerne einen Blick auf das Angebot werfen. Also er hat leider auch nicht den Dings, den wir brauchen, sondern nur EMP-Bomben direkt. Und ich kann mir nur noch zwei davon leisten. Bitte sehr. Was? Ah. Das ist nochmal ein größeres Angebot. Okay. Aber nichts, was wir brauchen. Guten Danke. Profit Ihnen. Gleichfalls. Buttonröhrchen, Sie haben alles erworben, was Sie brauchen, um die Blaupause zu stehlen. Ich habe eine geeignete Station gefunden. Das Ass war so höflich, mich bereits dort abzusetzen, sodass ich die Dinge vom Boden aus überwachen kann. Ich sende Ihnen den Standort der Station. Danke. Na, die Raumdock. Das klang wieder. Das wird jetzt richtig spannend. So, wir haben einen Auftrag bekommen. Wir sollen. Das Schiff wird bald abdocken. Dahin. Mein Freund, ich stehe direkt Kann hinter ich helfen? dir.
Und er versucht wieder eine Stelle aus, wo es im Weg steht. Aber jetzt sieht es besser aus. Niklas, ich nenne dich jetzt Baron. Zusammen die. Das kann ich mir vielleicht besser merken. Von hier an aus bist du mein Baron. Das, was er Medi immer macht. Naja. Ich bin genervt, dass das jetzt so teuer war. Ich meine, man braucht immer wieder die Pläne. Ganz klar. Und die. Dafür braucht man die EMP-Bomben, aber eigentlich erst eine Runde später. Und lass mich sitzen. Guten Tag. Bitte stoppen Sie. Sie werden Ihre Fracht rausscannen. Bitte scannen lassen. Scannen abgeschlossen. Ich wünsche Ihnen guten Profit, Pilot. Split das wusste. Split das wusste. Lass mich erstmal. Lass mich erstmal. Um eine EMP-Bombe zu platzieren, müssen Sie Ihren Raumanzug anziehen. Ja. Aufstehen. Pass gut auf mich auf. Raumanzug benutzen. Gut, bringen Sie nun eine EMP-Bombe an dem Modul an, das ich für Sie markiert habe, und zünden Sie sie dann. Okay, und welches ist das Modul, das du mir markiert hast? Dieses, über dem ich probiere, ja. Gut, ich muss jetzt aber erstmal schauen, dass wir den Bombenleser ausgedrückt haben. Dann was ist? Wieso soll ich erzählen, dass ich zu dick bin? Der erzählt mir, ich bin zu dick. Was zur Hölle? Rakete im Anflug. Rakete im Anflug. Was? Rakete. Gehen Sie weg.
Rakete im Anflug. Rakete im Anflug. Wir sind mitten in einen Überfall geraten. Ich glaube, es ist besser, wenn wir hier abhauen. Rakete im Anflug. Rakete im Anflug. Hat ja gar nichts funktioniert. Also der Scan-Modus müsste doch auf der 2 sein, aber hat jetzt überhaupt nicht reagiert. Und warum ich Nein geschrien habe, ich habe aus Versehen eine zweite EMP-Bombe platziert. Scanne, dann passiert aber nichts. Ja, sieht man es doch.
viel näher komme ich aber nicht dran. Okay, das hat geklappt. Ich will weg. Ich kann machen, was ich will. Ich komme nicht näher ran. 5 Meter ist alles. Aber ich weiß, dass die nicht ewig halten. Der verhält sich aber auch so komisch hier. Ich glaube, ich muss den Trigger darauf ausrichten. Nein! Ah! Dreh dich nicht so weg! Das dreht sich einfach weg. Näher komme ich nicht ran? Ich weiß nicht. Bitte stoppen Sie. Wir werden Ihr Inventar scannen. Werfen Sie Ihre Schmuggelware. Sofort ab! Ich würde ja, wenn ich könnte. Ich kann hier aber nichts tun. Jetzt würde ich gleich von dem gekillt. Was sollte das jetzt? Hab ich das vorhin schon durcheinander gebracht?
Ich meine, das würde erklären, warum es nicht klappt. Was soll das? Eine andere Bounding Box gilt als wie für die EMP-Bomben. Ego sagt, das hast du versaut. Ich weiß jetzt nicht mehr, was ich noch tun soll. Einfach auf mein Glück hoffen, dass ich nicht mehr die Dinger zufällig irgendwo habe, wo ich nicht rankomme. Ja, wir haben die Physik neu überarbeitet. Ja, großartig. Bitte stoppen Sie. Autopilotschiffe fliegen einfach durch. Andere Sachen hindurch, als ob sie nicht da wären. Und die Bounding-Boxen sind falsch für die Sachen, werfen Sie Ihre Schmuggelware sofort ab. Als Hindernis habe. Sofort ab. Das ist die einzige Stelle, wo ich es mir noch vorstellen kann. Ich bin gespannt, was diesmal schief läuft. Kid. Das ist eine flache Oberfläche. Eine flache Oberfläche. Ich sollte da problemlos rankommen. Nein, irgendwas ist in der Bounding-Box ist im Weg. Und das ist ringsrum. Überall. Es gibt keine Stelle, wo es überall glatt genug ist, oder dass ich rankomme. Überall rankomme, egal wo die Dinger landen. Gibt's einfach nicht.
Das ist eine der unkompliziertesten Aufgaben, die in diesem Spiel normalerweise, wenn kein Scheißbug da im Spiel ist. Das ist Gamebreaking, ne? Gut, bringen Sie nun eine EMP-Bombe an dem Modul an, das ich für Sie markiert habe, und zünden Sie sie dann. Also die einzige Chance ist, dass ich sie jetzt in der Mitte von diesem Weißen platziere. Es gibt nichts Befriedigenderes, als eine EMP-Bombe auszulösen. Sie werden sehen, dass die Detonation Signallecks erzeugt hat, wie Sie scannen können. Hallo. Sie den Scan-Modus ich hab die Bremse an. Aus der Liste. Ja. Oh nein, der ist so nah am Rand. Sag mir nicht, dass ich da nicht rankomme. Das hat es mit den anderen so gut geklappt. Okay, ich komme. Sie werden feststellen, dass Sie jetzt eine Blaupause für dieses spezielle Stationsmodul besitzen. Dieses Modul kann nun für den Bau Ihrer eigenen Station verwendet werden. Wir können auch die Blaupausen analysieren, um ein besseres Verständnis für das Ziel unseres Raumes zu gewinnen. So, schnell. Leider können wir auf diese Weise derzeit nur die Blaupausen von nicht lebenswichtigen Verbindungsmodulen stehlen. Mit genügend Zeit und Ressourcen könnte vielleicht jemand einen Weg finden, diese Einschränkung zu umgehen. Verflucht! Der Sicherheitsverstoß scheint einen stillen Alarm auf der Station ausgelöst zu haben. Jemand ist unterwegs zu Ihnen. Sofort anhalten. Was machen Sie hier? Es gab eine Sicherheitsverletzung. Erklären Sie sich. Oh, das ist gar nicht gut. Warten Sie, ich versuche etwas. Greife auf den Stationshauptrechner zu. Führe an die Sicherheitsroutine durch. Gebe ein. Ja. Ich grüße Sie, Stationspatrouille. Ich bin Ayman Kuvaik, evangelistischer Diplomat in den Diensten des Heiligen Gottesreiches von Paranit. Ich werde Ihnen in Kürze den von der Heiligen Autorität ausgestellten Ausweis zukommen lassen. Warum? Im Namen der heiligen Dreidimensionalität belästigen Sie meine persönliche Eskorte. Ich habe einen Transport bestellt, der mich von Ihrer heidnischen Station wegbringt. Die Gespräche zwischen unseren Völkern sind ganz und gar nicht gut verlaufen. Beim göttlichen Dreieck machen Sie hieraus keinen ausgewachsenen diplomatischen Zwischenfall, nur weil Sie in Ihrer grenzenlosen Inkompetenz den falschen Chauffeur aufgehalten haben. Also gut, die Identifizierung ist in Ordnung. Ihr Pilot darf weiter. Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten. Das war echt knapp. Holen Sie mich besser ab und bringen Sie mich sofort von dieser Station weg. Ja, ich will da auch nicht mehr länger sein. Ich krieg dauernd Ärger. Also wenn mich jetzt jemand anhält, dann muss ich die EMP-Bombe, die wir noch übrig haben, abwerfen. Und das ist so ziemlich das Letzte.
Erfolgreich am Leben. Da sind sie ja. So, jetzt müssen wir 36, 35. Ach, weißt du was? Während wir auf Aktion warten, kann ich genauso gut mal schnell zum Händler. Kann ich helfen? Ja, bitte dann Angebot. Sehr. Seltene Gewürze beschädigt. Okay. Du hast nicht, was ich brauche. Nicht mal annähernd. Auf gehen Sie! Sehr freundlich. Verschwinden wir von hier. Ich habe das Gefühl, unser kleiner Auftritt könnte uns jeden Moment einholen. Ich hätte schwören mögen, dass wir normalerweise diese Module schon. Kann ich helfen? Was willst du jetzt machen? Ich bin gerade etwas störrisch schlecht, genau. Und fliege daher lieber selbst. Das wird spannend beim Schneiden, wenn ich zusammenzähle, wie viele Versuche es gebraucht hat, bis wir das endlich geschafft hatten. Ja, einmal von Leuten, die die Station angegriffen haben per Bombe. Per Rakete zerstört. Einmal aufgehalten worden, A, durch den Bug und B, durch eine Station, der mich angegriffen hat, indem man mich immer wieder überrollen wollte. Einmal habe ich gleich neu geladen, weil ich zwei Bomben platziert habe. Ich glaube, das ist mir sogar zweimal passiert. Es sind schon fünf. Einmal, wo gleich am Anfang nach dem Laden, wir hatten die Schmuggelware abladen sollen, dass das aus den EMP-Bomben besteht. Dann bin ich abgehauen und fiel mir ein, dass Neuladen wahrscheinlich schneller ist, als zu warten, bis das Ganze runtergekühlt ist. Und einmal, wo wir wieder das Problem mit dem Bug hatten. Das sind siebenmal und beim achtmal hat das funktioniert. Achtmal neu laden. Erreiche System. Windfall. Bist du richtig ausgerichtet oder ist das auf der anderen Seite? Das ist auf der anderen Seite das Deck. Ja, einmal doppelt. Handlungserlaubnis erteilt. Erfolgreich an. Vielen Dank für die Mitfahrgelegenheit. Das war eine recht aufregende Wendung der Ereignisse. Du hast aber noch jetzt nicht. Haben wir zumindest die Blaupause, die wir für einen Einblick in die interne Stationsgeometrie brauchen. Du hast noch nicht mal
alles davon mitgekriegt, genau genommen. 7 Mal davon hast du nicht mitgekriegt. Egal wie kurz oder lang diese Folge für euch wird, mit dem vielen Schneiden, das jetzt nötig wird. Ich spreche jetzt noch mit Maestro und dann noch vielleicht mit Null. Aber dann ist gut für heute. Der Soundeffekt gefällt mir. Darf auch mal einen Soundeffekt geben hier drin, der mir wirklich gut gefällt. Chef? Kommen direkt zur Sache. Köter müssen Stationen für bestimmte Vorräte überfallen, aber Stationen seien gut bewacht. Finanzministerium achten sehr auf Piratenaktivitäten. Wenn Köter mit Waffengewalt angreifen, nehmen Ministeriumspatrouillen Crew auseinander. Stattdessen werden du und Ass für Ablenkung sorgen. Du attackieren Flotte von Ministerium frontal, von Station weglocken, Backenhörnchen unbedingt am Leben bleiben. Keine gute Ablenkung, wenn du in Stücke gerissen. Sehr gut, Plan vereinbart. Wenn du schnell genug sein, bleiben außer Reichweite von Kanonen. Keine Sorge. Das ist mir jetzt schon 2 Mal schiefgegangen in letzter Zeit. Kriege zu 18 Milliarden. Okay. Oh, kein weiteres Geld bekommen, denke ich mal, oder? So entnervt bin ich. Warum sind wir so nah beim Tor? Also ich meine, gut, es muss jetzt nicht das Schlechteste sein, aber... Moment, gib mir... Zum Abschluss jetzt noch... Wir werden also das Ministerium angreifen, wie ich höre. Gut, man sagt, ich hätte ein sehr fröhliches Gemüt. Aber das Finanzministerium bereitet mir Bauchschmerzen. Die Ladi sind nicht von Natur aus aggressiv. Wir alle haben einen angeborenen Instinkt, Konflikte zu vermeiden. Nur selten werden sie in meinem Volk qualifiziertes Kampfpilotenmaterial finden. Natürlich brauchte das Ministerium fähige Piloten und Marinesoldaten. Daher entwickelte es ein einzigartiges Trainingsprogramm für seine Kadetten. Es ist ein intensiver und zermürbender Prozess, um Deladis ihren natürlichen Fluchtreflex vollständig zu nehmen. Dabei wäre es so einfach, diesen Instinkt in einen Vorteil zu verwandeln. Nicht nur kontrolliert das Ministerium auf erdrückende Weise, welche Waren erlaubt sind und welche nicht. Sie beugen und brechen auch den Verstand der Deladi, um ihre willkürlichen Regeln durchzusetzen. Also nein. Es macht mir nichts aus, mich mit diesen Typen anzulegen. Okay. Eins nach dem anderen. Aber sag mal, bei den ganzen Manövern, die wir hier machen. Wir sind direkt in den Teladi-Raum gesprungen. Okay. Mit dem ganz großen Typ. Ich will doch aber jetzt noch etwas Pause. Deshalb. Bis nächsten Dienstag. Ich muss mich jetzt erst wieder beruhigen. Aber ihr könnt ja gerne subscriben, liken und das ganze übliche Zeug. Bis dahin sage ich aber erstmal Tschüss und bis bald.